Hallo und willkommen zur Vorschau des Online-Kurses zum Thema Immobilienfotografie. Der Kurs, in dem du lernen wirst, wie auch du selbst schöne Fotos von Immobilien fotografieren kannst. Schöne Fotos sorgen im Internet dafür, dass Surfende vermehrt auf die Fotos draufklicken, die sie optisch ansprechen. Das führt also dazu, dass schöne Fotos eine höhere Klickrate erreichen. Das heißt also, dass man dann mit schönen Fotos mehr Website-Besucher bekommt oder auch mehr Anfragen und mehr Kunden dann generieren kann. Das Thema von schönen Fotos gilt natürlich auch für den Bereich der Immobilienfotografie. Das heißt, auch Immobilienanzeigen oder Fotos von Unternehmen, von Firmengebäuden werden auch eher dann öfter angeklickt, wenn es halt wirklich ein ansprechendes Foto ist. Was genau meine ich jetzt mit schönes Foto? Ich würde sagen, starten wir mal mit dem Gegenteil. Schauen wir uns mal an, was ein negatives Foto ist, ein schlechtes Foto. Wir sehen jetzt hier ein Bild eines leerstehenden Wohnzimmers und da gibt es jetzt eigentlich drei Teilbereiche, die mir persönlich nicht gut gefallen. Teilbereich 1, was dir vielleicht selbst bereits auffällt, das Foto wirkt sehr gelblich. Das heißt also, es hat einen falschen Weißabgleich. Die Türe oder auch die Wand sind halt nicht weiß, wie sie sein sollten, sondern sie sind gelb dargestellt oder gelb eingefärbt. Der Punkt 2, der schlecht an diesem Foto ist, ist das Fenster hinten. Und zwar ist es so, dass dieses Fenster in dem Fall gerade überstrahlt und zu hell ist. Und der dritte negative Aspekt an diesem Foto ist es, dass der Raum gar nicht so gut erkennbar ist, als Ganzes zumindest. Das heißt, dass er eigentlich zu eng beschnitten wurde. Jetzt schauen wir uns das Gegenbeispiel an und was es ausmacht, ein gutes Foto einer Immobilie zu haben. Wir haben in dem Fall jetzt nochmal den gleichen Raum. In dem Fall sieht man Wir haben jetzt hier nochmal den gleichen Raum. In dem Fall sieht man, die weißen Flächen sind auch wirklich weiß. Demnach ist auch jetzt die Türe weiß und auch die Wand ist weiß eingefärbt. Weiter sieht man jetzt, dass auch das Fenster dann wirklich schön klar erkennbar ist oder auch das, was dann draußen in der Natur ist. In dem Fall sieht man jetzt eine Schneewinterlandschaft. Und Teilbereich 3, der positiv ist, der Raum ist jetzt in voller Gänze, also in der vollen Größe dann dargestellt. Kommen wir zu meiner Person. Mein Name ist Alex Stadler und seit über 5 Jahren bin ich im Bereich der Immobilienfotografie tätig. Und das heißt, dass ich für unterschiedliche Unternehmen Fotos erstelle. Fotos für Immobilienmakler, wenn es darum geht, Häuser oder Wohnungen zu fotografieren, die verkauft oder vermietet werden sollen. Fotos von Restaurants und Hotels. Fotos von Unternehmen, die einen Showroom haben oder ein Büro, eine Praxis oder ein Studio. Demnach für Unternehmen, die irgendeine Art von Immobilie haben, die sie dann präsentiert haben wollen. Weiters bin ich auch seit ca. 10 Jahren im Bereich der Online-Werbung tätig und betreibe eine eigene Werbeagentur. In der heutigen Zeit gilt es, speziell auch durch das Internet, sich auch vom Mitbewerb abzuheben. Schauen wir uns das Ganze mal an für das Thema Immobilien. Wir haben jetzt da oben das Foto, das wir auch vorhin schon gesehen haben. In dem Fall jetzt wieder diesen Raum, der falsch eingefärbt ist und wo auch der Raum an sich nicht groß dargestellt ist. Darunter haben wir nachher dann das Bild, das jetzt dann wirklich perfekt ausgearbeitet ist. Und dementsprechend würden halt auch dann die ganzen Besucher, die jetzt auf einer Immobilienplattform wären, natürlich dann das untere Bild anklicken. Gleiches gilt auch dann für Hotelinserate. Demnach dann für Hotelinserate, die zum Beispiel auf Booking.com sind oder auf HolidayCheck oder TripAdvisor. Und da wird jetzt dann das gleiche Verhalten der Internetsurfer wieder zum Tragen kommen. Das heißt, dass Fotos, die dunkel sind oder auch nicht ansprechend sind, weniger angeklickt werden als die Fotos der Mitbewerber. Versuche also im Internet, dich mit tollen Fotos deines Objektes, deines Unternehmens von deinen regionalen Mitbewerbern abzuheben. Gleichermaßen gilt es dann natürlich auch für Google Business Einträge, demnach nicht nur für Immobilieninserate, nicht nur für Hotelinserate, sondern auch für reguläre Unternehmen, sei es jetzt für ein Kaffeehaus, für ein Restaurant, für einen Maler, der seine Referenzprojekte online darstellen möchte. Auch hier gilt es dann, sich vom regionalen Mitbewerb abzuheben. Im aktuellen Beispiel sehen wir jetzt eine Google-Suche nach dem Suchbegriff Gasthaus in Bergheim bei Salzburg.
Die Namen sind hier in dem Fall jetzt anonymisiert, sowie auch die Preise jetzt alle gleich dargestellt. Aber auch da wäre es dann so, dass das unterste Foto, das was einem jetzt zu dunkel fotografiert ist, eigentlich weniger Interesse auslöst beim Besucher, als wie halt das oberste Foto, das natürlich dann hell fotografiert ist und dann freundlicher wirkt. Sehen wir uns jetzt an, was du im Online-Kurs zum Thema Immobilienfotografie lernen wirst. Das erste ist natürlich das Thema Equipment. Das heißt, ich zeige dir, welche technischen Elemente du optimalerweise haben solltest, um eben super Ergebnisse zu machen. Das eine ist natürlich die Kamera selbst. Dann geht es um verschiedene Objektive. Ein Stativ ist empfehlenswert. Ebenso sehr empfehlenswert ist ein Blitz. Und dann geht es natürlich auch nur um Zusatzequipment, wie beispielsweise Funkauslöser für die Kamera oder auch Funkauslöser für die Blitze. Dann möchte ich dir auch das Kameraverständnis näher bringen. Oftmals habe ich schon erlebt, dass viele Bekannte oder auch Maklerkollegen sehr gute Kameras haben, allerdings leider kein gutes Verständnis, wie sie die Kamera denn wirklich perfekt bedienen können. Demnach bringe ich dir dann auch bei, wie du die Kamera richtig nutzen kannst. Dann geht es auch um das Thema Grundlagen der Immobilien- oder auch Architekturfotografie, wo ich dir dann zeige, was es dann heißt, die richtige Stativhöhe zu nutzen, was es bedeutet, stürzende Linien zu vermeiden oder auch, wo du zum Beispiel die Kamera typischerweise hinstellen solltest, um typische Blickwinkel zu fotografieren. Vierter Teilbereich des Online-Kurses ist dann das Thema Shooting-Vorbereitung oder auch gewissermaßen Immobilienvorbereitung. Da zeige ich dir dann zum Beispiel Sachen wie solltest du mit Lichtern umgehen, was machst du mit Möbeln, wie kannst du die am besten arrangieren, was machst du mit Jalousien, sollten die ganz aufgemacht werden oder geschlossen werden oder auf Halbstellung gebracht werden. Und der fünfte Teilbereich ist dann das Thema Shooting-Begleitung. Da nehme ich dich dann mit direkt zu einem Shooting und da kannst du mir dann direkt über die Schulter schauen oder gewinnst dann direkt Einblick hinter die Kulissen. Und das sechste Modul im Online-Kurs zum Thema Immobilienfotografie ist das Thema Fotobearbeitung. Denn Fotoequipment, die Grundlagen als auch die Fotografie selbst ist gewissermaßen nur die halbe Miete. Aber das andere, das hauptsächliche Element ist auch die Bearbeitung. Und da zeige ich dir dann mit dem Programm Photoshop Lightroom, wie du dann die grundsätzlichen Rohfotos in perfekte Endergebnisse verwandeln kannst. Schlussendlich hast du mit dem Wissen, das du dir im Online-Kurs aneignen wirst, das Know-how, um dann wirklich schöne Innenraumaufnahmen machen zu können, um schöne Außenaufnahmen machen zu können und auch um schöne Detailaufnahmen von Immobilien erstellen zu können. Nochmal kurz zusammengefasst, warum benötigt es eigentlich schöne Fotos oder auch schöne Immobilienfotos? Erstens, weil du vielleicht als Makler tätig bist und du dem potenziellen Käufer oder Mieter im Internet den Traum vom Eigenheim mit deinen Fotos präsentieren möchtest. Es benötigt auch dann professionelle Fotos von deiner Unterkunft, wenn du im Bereich der Hotellerie oder im Tourismus tätig bist und du dem potenziellen Gast im Internet deine Unterkunft und das gute Gefühl des Urlaubs bei dir im Hause vermitteln möchtest. Weiter solltest du auch Wert legen auf hochwertige Fotos, wenn du ein Restaurant hast und deinem potenziellen Gast im Internet auch das schöne Ambiente des Restaurants näher bringen möchtest. Und auch als Unternehmer, der vielleicht Referenzprojekte macht, wie beispielsweise ein Maler, der eine Fassadengestaltung macht, ein Tischler, der eine Inneneinrichtung gestaltet, oder auch ein Bodenleger oder Fliesenleger, der einen schönen Marmor oder einen schönen Holzboden verlegt. Auch als Unternehmen solltest du deine Referenzen optimal fotografieren, um sie dann für dich als perfekte Referenzobjekte nutzen zu können. Demnach bist du hier richtig beim Online-Kurs zum Thema Immobilienfotografie, wenn du dich in einem dieser Themenbereiche wiederfindest und allgemein halt dir das Wissen aneignen möchtest, um schöne Fotos von Immobilien zu erstellen. Es freut mich jedenfalls sehr, dir mit meinem Kurs zum Thema Immobilienfotografie mein Wissen zu vermitteln, sodass du schlussendlich selbst weißt, wie du selbst sehr gute Aufnahmen durch dein gewonnenes Know-how als auch durch dein eigenes Equipment erstellen kannst. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann direkt im Kurs sehen. Bis bald.